Fuck. Fuck, 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 fuck. Ich wollte mich ganz kurz hier auf diese Bank legen, hier auf die alte Bank, und bin eingepennt. Alles scheiße. Ich muss hier einmal durchziehen, Mann. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so was Anstrengendes gemacht wie das hier. Es ist jetzt 9.40 Uhr. Ich hoffe, man hat es jetzt erkannt. Ich werde jetzt Komoot anmachen. Damit werde ich das Ganze machen, habe ich mir überlegt. Und dann geht es erstmal los. Ich werde erstmal 1, 2, 3 Runden laufen und dann werde ich mich das erste Mal melden. So, hier vorne. Hier fliegen die ganze Zeit. Ich weiß gar nicht, ob man das hier so gut sieht. Hier fliegen die ganze Zeit Kolkraben hin und her. Ich bin jetzt in der 6. Runde. Ja, das wollte ich eigentlich nur mitteilen. Ich merke, am Fuß habe ich an der rechten Seite, also am rechten Fuß, am kleinen Zeh sozusagen, da so eine kleine Stelle, wo ich denke, oh, da könnte ich auf jeden Fall später mal eine schöne Blase bekommen. Ob das so sein wird, weiß ich nicht, aber ich merke das auf jeden Fall, dass es da scheuert. Aber ich wäre ja nicht ich, wenn ich nicht vorgesorgt hätte. Und zwar habe ich nicht vorgesorgt, also ich habe nichts mit, keine Blasenpflaster, überhaupt gar nichts, aber ja, gucken wir mal, wie es sich entwickelt und dann schauen wir mal weiter. Das hier ist die alte Bank, wie man sieht, schon schön mit Moos bewachsen. Da werde ich bestimmt das eine oder andere Mal noch drauf sitzen, aber es ist nicht nur einfach eine Bank, weil die Rückenlehne der Bank ist eine Brücke. Das heißt, es ist eigentlich die alte Brückenbank, wie man sieht. Es ist der 20. Kilometer angebrochen, bedeutet, ich bin jetzt in die 5. Runde gestartet und wenn die 5. Runde vorbei ist, habe ich eigentlich ein Viertel geschafft und dann denke ich mir, da muss ich das gleiche ja nur 3-mal noch machen. Hört sich eigentlich gar nicht viel an, aber gleichzeitig wird mir bewusst, wie scheiße das ist. Ich komme mir schon richtig dumm vor irgendwie, weil ich die ganze Zeit im Kreis laufe und vorhin waren da vorne am Weg so Leute. Die haben da schon 3 Runden lang irgendwie rumgehangen und ich kam da dann zum 3. Mal vorbei. Und da haben die mich halt auch gefragt, was mit mir verkehrt ist, weil ich hier die ganze Zeit im Kreis laufe. Und muss ich immer noch drüber lachen. Halt. Ich habe denen das dann erklärt. Ja, ob sie mir das jetzt so abgekauft haben oder nicht, weiß ich nicht. Hier sitze ich nun auf der alten Bank. Ich habe keine Ahnung, welcher Kilometer gerade ist. Noch nicht so viel, irgendwas über 30. Aber es wird langsam dunkel, ich habe gar keinen Bock mehr. Gerade irgendwie, Tiefpunkt ist erreicht. Also nicht, dass ich jetzt abbreche, so ist das nicht. Aber gerade merke ich schon, ich habe keinen Bock mehr. Ich habe meine Vans-Schuhe an gerade, weil ich die anderen nicht mehr tragen konnte, weil ich gemerkt habe, dass ich da diese Blase kriege. Ich erzähle euch jetzt mal, wie ich eigentlich auf diese ganze Challenge gekommen bin. Wie ich auf die Idee kam quasi. Und zwar habe ich wie alle anderen wahrscheinlich auch Sam vs. Wild geguckt und danach war ich quasi auf den YouTube-Seiten von den Teilnehmern, die dabei waren, unter anderem auch von Fabio Schäfer. Und bei Fabio Schäfer habe ich gesehen, dass er auch versucht hat, 100 Kilometer zu laufen und der hat es, glaube ich, bis Kilometer 65 oder so geschafft, was schon mal eine richtig gute Leistung ist. Respekt nochmal an dieser Stelle. Ich hoffe, dass ich heute da überhaupt hinkomme noch. So, wie man sieht, bin ich jetzt 38,3 Kilometer gelaufen in 6 Stunden 45. So, da habe ich die 50 Kilometer in 8 Stunden 55 und im Prinzip, Moment, bin ich insgesamt gelaufen bisher 10 Stunden. Stunden 50. Hallo meine lieben Freunde, ich bin immer noch on the road again. Ich gönne mir hier so Nüsse mit Schokoflakes. Fuck. Fuck, 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 fuck. Ich wollte mich ganz kurz hier auf diese Bank legen, hier auf die alte Bank und bin eingepennt. Ich habe keine Ahnung, wie spät es jetzt ist. Ich habe überhaupt keinen Plan, wann ich mich hingelegt habe. Fuck. Es könnte zeitlich alles versaut haben. Es ist jetzt 23.05 Uhr. Aber wann habe ich mich hingelegt? Ich bin jetzt bei 60,7 Kilometer.
Fuck, ich hab keine Ahnung. Scheiße, ich muss weitergehen. Ich hab null Ahnung gerade. So, wie ihr seht, trage ich immer noch meine Vans. Ich weiß, Leute werden komplett wiederholt drehen deswegen und werden sagen, ey, wie kannst du die ganze Zeit deine Vans-Schuhe tragen? Das sind keine Wanderschuhe. Ja, ich weiß, das sind keine Wanderschuhe, das ist richtig. Aber, ey, diese alten Dinger hat das sogar hier mit Löchern vorne drin und so. Das kannst keinem anbieten. Ey, ich will auf jeden Fall einen Vans-Sponsoring oder Endorsement haben, wenn ich hier fertig bin, wenn ich wirklich die 100 Kilometer laufen sollte. Da habe ich mir das mehr als verdient. Also Vans, sponsert mich. Vielleicht mache ich den ersten Vans-Fernwanderkanal für Vans-Schuhe. Ich bin irgendwie jetzt die ganze Zeit voll emotional. Ich weiß nicht warum, ich laufe den ganzen Tag hier lang und mache mir die ganze Zeit Gedanken über Sachen. Oh. Irgendwie. Aber weiß ich auch nicht so richtig. Alles scheiße, gar keinen Bock mehr. So, ich muss mich jetzt wieder zusammenreißen. Kann so nicht weitergehen. 1, 2, 3 Stunden, ich weiß nicht genau, wie lange es noch dauert. Es sind ungefähr noch 20 Kilometer. Also, los geht's. Abgehen. Absolute Stille. Absolut krass. Ich glaube auch, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so was Anstrengendes gemacht wie das hier. Wirklich. Kann es mir nicht vorstellen. Ich habe noch 7 Kilometer vor mir. Ich muss jetzt den Rest laufen. Die letzten 7 Kilometer. Um zu schaffen. Und ich weiß nicht, ob ich das machen will. Ich weiß es nicht. Scheiße ich einfach drauf und sage, ich habe 100 Kilometer geschafft, aber habe es nicht in 24 Stunden geschafft. Oder fange ich jetzt an zu laufen und habe es dann geschafft. Aber ich weiß nicht, ob das gut gehen würde. Es mir tut alles weh. Ich überlege mir das und dann werdet ihr es nachher sehen, wozu ich mich entschieden habe. Mann, ich will das unbedingt schaffen. Es kann nicht sein, dass ich kurz vorm Ziel das nicht gebacken kriege. Das muss ich einmal durchziehen, Mann. Oh, ich hoffe so sehr, dass ich das jetzt noch packe. Ich werde mir morgen eine schöne Pizza bestellen und mich in die Wanne legen und dann die ganze Pizza schön auffressen. Fuck, jetzt ist auch noch meine GoPro ausgegangen. Ich muss das jetzt mit dem Handy filmen. Mein Handy hat auch nur noch 29% Akku. Das wird so mega knapp alles. Mein Handy hat hier